Wir wollten mit der Miles Challenge zeigen, dass wir mit Serienfahrzeugen in einer Schichtzeit 600 Kilometer und vielleicht auch ein bisschen mehr schaffen. Die gefahrene Strecke von München nach Berlin ist topografisch sehr anspruchsvoll. Wir haben sowohl Berge dabei, wir haben auch Flachstücke dabei, aber wir fahren im realen Verkehr. Das heißt, auch Staus, Behinderungen und Baustellen waren ein Teil davon. Wir haben bei der Miles Challenge ein Serienprodukt genommen. Das heißt, wir haben das Fahrzeug, wie es vom Band läuft, für die Miles Challenge eingesetzt. Wir haben auf der Strecke einmal nachladen müssen, ein einziges Mal, und haben das Ganze dann aber in einer Schichtzeit absolviert. Bei der Ankunft in Berlin hatten wir noch eine Restreichweite von 132 Kilometern und eine Restkapazität von 34%. Die Fahrzeiten bei einem Verbrenner und jetzt hier in dem Fall mit dem Electric FH sind identisch. Wir haben die gleichen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Wir haben eine Pause zum Zwischenladen gemacht. In dieser Pause haben wir von 10 auf 100% aufgeladen. Die Zeit dafür war 1 Stunde 50 Minuten. Wir haben die Zeit genutzt, wo wir ja gesetzlich eine Pause machen mussten und die Lenkzeit unterbrechen, und haben damit im Endeffekt 1 Stunde und 5 Minuten länger gebraucht, als wenn wir mit einem Verbrenner gefahren wären. Der viel häufigere Fall ist, dass man nicht voll lädt auf 100%, sondern dass man zwischenlädt. Das heißt, wir laden von 20 auf 80%, 20 auf 70%. Und das kann man wunderbar in einer Pausenzeit machen. Und da brauchen wir auch nicht länger als 45 Minuten. Es ist wichtig, die Standzeiten effektiv zu nutzen. Das heißt, die Pausenzeiten zu nutzen zum Laden, aber gleichzeitig Zeiten, wo das Fahrzeug sowieso steht, und das Fahrzeug zwischenzuladen.